Hallo, euer Capo hier. Heute möchte ich euch die finalen News zu Diablo Immortal geben. Am 2. Juni ist ja Release, das wissen wir ja schon alle, und jetzt wurden halt noch ein paar mehr News veröffentlicht. Und da wollte ich euch nochmal auf den neuesten Stand bringen und auf welchen Server ich auch anfangen werde. Fangen wir an. Am 2. Juni ist ja Release. Es wird nach deutscher Zeit 19 Uhr sein. Wir müssen mal gucken, ob man dann 19 Uhr halt gleich reinkommt ins Spiel. Wir wissen, bei so einem Riesenspiel, so einem Riesenrelease, kann es auch sein, dass man den Tag am 2. Juni gar nicht reinkommt. Das ist ja wieder so eine Sache, dass man vielleicht den nächsten Tag erst reinkommt, weil alles wieder total überlastet ist. Aber gut, das werden wir sehen. Des Weiteren gibt es noch News zu den deutschen Servern. Ich werde euch das mal zeigen. Und zwar ist es auf der offiziellen Seite von Diablo. Es gibt sechs deutsche Server: Eltruin, Tabri, Vizierei, Hemlia, Segitis, Akeba. Das sind die sechs Server, die es für Europa, also auch für Deutschland dann dementsprechend gibt. Ich werde auf Hemlia anfangen. Es ist so, was ich so gesehen habe oder gehört habe, die größeren Streamer, die größeren Clans, deutschen Clans, fangen meistens oder wollen meistens auf Hemlia anfangen. Deswegen werde ich da auch probieren, reinzukommen. Wenn es Hemlia jetzt nicht wird, also wenn das zum Beispiel überlastet, voll etc. ist, dann werde ich Segitis nehmen. Einfach nur, weil mir einfach der Name so gut gefällt, keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, Hauptserver, den ich nehmen werde, wird Hemlia sein. Das werde ich in meiner Community auch sagen. Also die werden dann auch, denke ich, fast alle Dateien nehmen, dass wir halt dann schön zusammenspielen können. Wie gesagt, 19 Uhr geht's los. Soll der offizielle Release sein. Ich muss gucken, wenn ich streame, wenn ich es schaffe, denn ab 20 Uhr werde ich dann live auf Twitch sein. Wenn ich es nicht schaffe, werde ich es aber, wie gesagt, in meinen Discord auch posten. Das habe ich ja gesagt, da ich an dem Tag auch Geburtstag habe. Kann ich es nicht versprechen, dass ich den abends tun kann. Wir müssen gucken, ob es überhaupt läuft, ob man vernünftig ins Spiel reinkommt, dass das überhaupt möglich ist. Ob ich es jetzt über den PC-Launcher mache oder also direkt bei Battle.net oder ob ich es über, ja, keine Ahnung, BlueStacks etc. mache, LD-Player und so weiter, das muss ich sehen. Aber auf jeden Fall werde ich es probieren, erstmal ins Spiel reinzukommen. Und ja, dann werden wir sehen. Also wie gesagt, Hemlia. Und wenn Hemlia nicht möglich ist, weil es überfüllt etc. ist, dann Segitis. Gut, des Weiteren wurden nochmal unterstützte Controller bekannt gegeben, welche man nutzen kann, auch für iOS-Geräte, für Android-Geräte und auch nochmal die Anforderungen, die sind wir ja schon mal durchgegangen, die empfohlenen Systemanforderungen und auch die Mindestanforderungen für Android und für iOS. Bei iOS ist es iOS 11 und iPhone 6s. Und bei Android, Android 5, Snapdragon 660 oder der Exynos 9611. Na, Grafikprozessor, gut, das muss man, ist jetzt nicht das höchste. Und 2 GB RAM, also das ist, sollte fast jeder haben. Na, freier Speicherplatz 2,4 GB, zusätzlich 10 GB für den Patch. Na, also sollte man schon 12,4, ich sag mal 13 GB am besten haben, Platz. Und bei iOS dann ähnlich. Dass der Patch auch funktioniert. Ja, das waren eigentlich schon die finalen News, die ich euch sagen wollte. Wie gesagt, ich probiere es an den Tag zu streamen. Ich werde es im Discord posten und wenn nicht, dann sehen wir uns spätestens ein, zwei Tage später im Stream. Ich muss gucken, wie ich die Zeit finde. Da mein Geburtstag geht vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb muss ich sehen, wie ich es schaffe. Wenn ihr Interesse habt, kommt gerne in mein Discord. Wir können gerne diskutieren über Diablo Immortal, über andere Spiele. Und wenn nicht, wie immer, sehen wir uns im nächsten Stream, im nächsten YouTube-Video oder bei mir auf dem Discord. Euer Capo. Macht's gut. Ciao, ciao.